Wenn man den Namen Takashi Shimizu hört, dann darf man eigentlich meiner Ansicht nach schon eine gewisse Form von Horrorfilmqualität erwarten, denn das ist das Genre, in dem sich Shimizu am wohlsten fühlt. Beispiele seiner Arbeit sind unter anderem die The Grudge-Filme, also Der Fluch, Teil 1 und Teil 2, japanisches Original, nur zu empfehlen an dieser Stelle. Der Regisseur Shimizu zeichnet sich aber auch für gewisse B-Movies verantwortlich, die, was zumindest die Horrorkomponente anbelangt, A-Movie-Status besitzen. Und dazu gehört meiner Ansicht nach ganz, ganz stark und ganz, ganz vorne dabei der Film Flug 7500. Und damit ein herzliches Willkommen hier bei Moviecheck und der Filmkritik zu eben genau diesem Film. Dieser Film braucht keine großartige Hintergrundgeschichte. Wir starten direkt beim Boarding des Vista Pacific Airlines Flugs 7500 und lernen die Passagiere kennen, die wir dann als Zuschauer auch den restlichen Film über verfolgen. Da wäre einerseits das Pärchen, was sich nach dem Urlaub, den sie jetzt antreten wollen, trennen möchte. Da wäre dann das zweite Pärchen, das irgendwie den restlichen Film über komplett verschwindet und nicht mehr da ist. Dann gibt es noch das Pärchen, das hat gerade frisch geheiratet und wir als Zuschauer fragen uns meiner Ansicht nach dann zurecht, warum? Ihr seid so unterschiedlich, ihr könnt euch gar nicht leiden, ihr seid so divers, konträr voneinander gepolt, das funktioniert nicht. Aber in diesem Film funktioniert es trotzdem irgendwie, man fragt sich halt nur, wieso. Dann gibt es eine Person, eine junge Dame, die ist total auf so einem Gothic-Trip, redet die ganze Zeit nur von Leben und Tod und von der Notwendigkeit des Todes im Leben und so weiter und so fort. Man fragt sich, aus welchen familiären Verhältnissen kommst du denn, was ist dir widerfahren? Auf diese Frage kriegen wir keine Antwort. Brauchen wir aber auch nicht, den Anspruch haben wir nach den 10 Minuten, den ersten 10 Minuten des Films auf jeden Fall aufgegeben. Dann gibt es noch einen älteren Herrn, der merkwürdige Telefonate führt, einen sehr altmodischen Handkoffer mit dabei hat und bei dem wir uns die ganze Zeit fragen, okay, wie bist du an Bord gekommen? Du siehst irgendwie so scary aus, wer hat dich an Bord gelassen? Aber okay, akzeptieren wir. Denn neben ihm sitzt nämlich noch eine Person, die es noch krasser erwischt hat und wo man sich auch fragt, okay, wie bist du durch die Personalkontrolle am Flughafen gekommen? Das ist nämlich einer, der hat ein komplettes Handgepäck mit Uhren, mit Handys und wir fragen uns, Zoll oder dergleichen, Diebstähle am Flughafen, man weiß es nicht. Auf jeden Fall hat der ein komplettes Portfolio an Handy-Generationen dabei. Und man fragt sich einfach nur wirklich, an welchem Flughafen in Los Angeles sind die Sicherheitskontrollen und Zollkontrollen so lasch, dass diese bunte Truppe an wirklich skurrilen Charakteren auf diesen Flug mitgenommen werden dürfen, weil sie halt alle so krass am Limit dessen sind, was wir uns vielleicht realistisch am Flughafen vorstellen können. Ihr fragt euch jetzt sicherlich zu Recht, warum laber ich so viel über diese Charaktere? Nun, weil diese Charaktere die ganze Laufzeit über natürlich maßgeblich dafür verantwortlich sind, die Story, die hauchdünnes voranzutreiben und mit dem wir während der ganzen Laufzeit versuchen, uns irgendwie zu identifizieren. Und dadurch, dass sie halt so extrem gepolt sind, fällt es mir, wenn ich diesen Film sehe, wirklich sehr, sehr schwer, mich mit irgendeinem dieser Charaktere zu identifizieren. Die Story an sich ist kurz heruntergebetet. Nach den ersten 10, 15 Minuten stirbt einer der Passagiere. Ich sag euch nicht, welcher es ist. Lasst euch darauf ein. Und fortan kommt es zu sehr, sehr merkwürdigen Ereignissen an Bord. Auch da möchte ich nicht weiter ins Detail gehen, aber es wird gruselig. Und das ist der springende Punkt, weswegen dieser Film mir auch so gut gefällt. Denn er ist nicht einfach so billig gruselig, sondern er ist meiner Ansicht nach schon durchdacht. Die Grundstory von Anfang bis Ende betrachtet ist relativ simpel, gegebenenfalls vielleicht sogar nach den ersten 30 bis 45 Minuten vorhersehbar, aber alles andere als dumm inszeniert. Die Dialoge sind grotesk schlecht, total überspitzt und meiner Ansicht nach im deutschen Originalton dann auch wirklich schlecht synchronisiert. Es ist natürlich Englisch als Originalton, aber ich habe jetzt die deutsche Tonspur primär geguckt und da muss ich sagen, vom Originalton schlecht übersetzt mitunter auch und vor allem auch unglaubwürdig, und das ist der dritte Punkt, geschauspielert. Warum gefällt mir dieser Film dann trotzdem? Weil ich die Liebe zum Detail in diesem Film richtig gut finde. Das Set meine ich damit noch nicht mal. Ich meine die Liebe zum Detailgrad des Horrorgefühls, was der Film tatsächlich erzeugt. Das ist jetzt nicht auf einem Niveau von The Conjuring oder auch The Grudge, weil wir ja über Takashi Shimizu gesprochen haben, der ja Regie geführt hat bei diesem Film. Es geht auch nicht um die Horrorqualität durch die Musik. Die Musik wird hier beigesteuert mit von Tyler Bates und Tyler Bates hat auch bei Age of Ultron mitunter am Score mitgewirkt. Also daran liegt es auch nicht. Es ist einfach ein Gefühl, das dieser Film erzeugt, das auf den Zuschauer wirkt. Und
trotzdem auf den Zuschauer wirkt, obwohl all das rund um diese Story geflochtene Konstrukt aus Schauspiel, aus Dialogen, aus Musik nicht optimal ist, nicht mal ansatzweise. Dieser Film ist an sich, wenn man es nüchtern betrachten möchte, an sich einer der Filme, den man direkt der Lächerlichkeit preisgeben möchte. Aber trotzdem hat er eine gewisse Wirkung auf den Zuschauer, wenn dieser sich auf einen Horrorfilm der besonderen Art einlassen möchte. Und wer das tut, wird, wie ich vielleicht, dann auch nach kürzester Zeit den Film durchschaut haben. Aber trotzdem ist es schön, diesen Film bis zum Ende zu gucken, weil er einen dann einerseits natürlich bestätigt, man liegt also richtig, und trotzdem weist dieser Film in gewissen Szenen einen doch noch irgendwie zu catchen, zu erschrecken, nicht bis aufs Mark zu schocken, aber dennoch zu überraschen und dann doch noch zu bestätigen, dass es kein Fehlkauf war. Und das ist natürlich auch traurig für einen Film, wenn ich sowas formuliere, aber ich meine es tatsächlich in dem Sinne wirklich positiv, dass dieser Film es trotzdem schafft, irgendwie eine Reaktion bei mir hervorzurufen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Nicht einmal bei einem Horrorfilm. Und ich bin schon sehr, sehr ängstlich. Das hat sich auch so entwickelt. Ein Wort noch zu den Schauspielern. Wenn man in irgendeine x-beliebige Videothek geht oder in irgendein Zentrum, wo man Filme halt auch kaufen kann, auf DVD und Blu-ray, dann wird man sich bei den meisten Namen, die da auf der Rückseite stehen, beim Cast die Augen reiben und sich fragen, who the hell is that? Wenn ihr den Film allerdings dann seht, dann werdet ihr wirklich diverse Assoziationen haben. Ich bin jetzt einer, der guckt nicht nur A-Movies, ich gucke auch B- und C-Movies, ich gucke Trash. Und dementsprechend habe ich schon ganz, ganz viele Gesichter gesehen. Und auch wenn ich nicht jeden Namen immer weiß auszusprechen, ich kenne die Gesichter halt alle in- und auswendig. Und bei dem Film kennt ihr definitiv mindestens jeden zweiten Schauspieler. Eine Schauspielerin kam mir sogar ganz, ganz bekannt vor, weil ich die Serie gerade wieder gucke, ist sie mir direkt aufgefallen. Das war Amy Smart. Die spielt unter anderem bei Scrubs die Anfänger mit und genau an diesem Punkt habe ich sie halt wiedererkannt. Und ich persönlich fand das sehr, sehr witzig. Also es sind nicht per se die CDE-Schauspieler, die bei solchen Filmen mitwirken. Vor allem nicht, wenn wir uns, wie gesagt, Tyler Bates als Komponisten bei einem Film vorstellen oder eben auch Takashi Shimizu als Regisseur. Da reicht es auch mal auf B- und C-Listen der Schauspielerkarteien zurückzugreifen, um trotzdem irgendwie doch ausreichende schauspielerische Qualität an Bord zu haben. Das haben wir, allerdings ist das Drehbuch meiner Ansicht nach und dann auch da in dem Zusammenhang und in dem Zuge die Dialoge so grottig mitunter geschrieben, so billig auch übersetzt worden, dass man eigentlich gar nicht weiß, ist man jetzt hier in einem reinen Horrorfilm? Soll das vielleicht sogar irgendwie lustig primär sein? Sind wir also eher in einer Komödie oder soll es eine Art Mashup sein? Dann ist aber das Ende doch so ernst, dass man sich eigentlich eher dazu entscheiden würde, zu einem Horror-Thriller zu tendieren. Und dann gibt's aber noch so eine Art von Mid-Credit-Scene, die es komplett wieder ins Komödiantische zieht. Also dieser Film bietet eigentlich für alle etwas und er bietet auch von allem etwas, aber irgendwie kann er sich dann nicht am Ende des Tages entscheiden, was er eigentlich sein möchte. Deswegen fällt es mir auch so schwer, diesen Film einem Genre zuzuordnen. Dementsprechend fällt mir die Genrewertung auch extrem schwer. Dadurch, dass der Film mir als Ganzes, und er hat so eine Laufzeit von 97 Minuten, wird dabei aber auch nie wirklich langweilig, sondern wirkt aufgrund dieser Atypien, die er aufweist, hinsichtlich seiner Genrediversität, wirklich, ja, frisch. Ja, weil er einfach den Zuschauer die ganze Zeit total perplex mit offenem Mund im hauseigenen Kinosessel oder wo auch immer zurücklässt und der sich einfach nur fragt, what the heck is going on? Und das finde ich zumindest bei diesem Film einfach erfrischend, nett und unterhaltend. Und darauf kommt es ja letzten Endes an. Deswegen in der Genrewertung, weil ich mir da doch eine gewisse Stringenz erhofft hätte, zumindest was eine Genre-Komponente anbelangt, fällt es bei mir tatsächlich eher schlechter aus. Da kriegt der Film nur eine 2 von 5 möglichen Punkten. Und in der Filmwertung, weil es ja wirklich so auch eine gewisse Form von Geschmackssache ist, gebe ich tatsächlich noch 2,5 von 5 möglichen Punkten. Der Film ist kein absoluter Reinfall. Er ist jetzt kein Film, wo ich in den Rage-Mode gehe und frage, warum habe ich Geld dafür ausgegeben?
Es ist aber ein Film, und das muss euch bewusst sein, wenn ihr jetzt nach der Kritik denkt, okay, den ziehe ich mir vielleicht auch ein, der wirklich an der Grenze ist, mega schlecht zu sein. Auf der anderen Seite aber doch noch einen gewissen Unterhaltungswert, ob gewollt oder ungewollt, mit sich bringt. Und dementsprechend landen wir, glaube ich, was die Gesamtwertung jetzt angeht, bei 4,5 von 10 möglichen Punkten. Wie gesagt, es ist ein Risiko, in diesen Film zu investieren. Es hat sich retrospektiv meiner Ansicht nach gelohnt und ich hatte definitiv Spaß und gruselige Unterhaltung. Das also auch. Man könnte sich also darauf einigen, es ist eine gruselige Unterhaltung. Unterhaltung im Sinne von Comedy. Na, versteht er. So, wie gesagt, das ist sozusagen mein Fazit bei dem Film Flug 7500 von Takashi Shimizu. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben geben, noch nicht abschalten. Jetzt kommt nämlich gleich die Endcut, da sind noch ein paar andere Videos verlinkt. Da könnt ihr auch abonnieren. Ihr könnt auch schon die ganze Zeit hier unten abonnieren. Da packe ich euch ja die ganze Zeit diese netten Animationen hin. Oder ist es da? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hier in irgendeiner der Ecken könnt ihr abonnieren. Ich würde mich freuen, euch wiederzusehen. Und ich muss jetzt noch ein Video schneiden. Da geht es um den Harry Potter Marathon, den wir hier in Münster hatten. Da war ich ja auch dabei und ich versuche das alles diese Woche irgendwie unterzubringen und so weiter und so fort. Das war's von mir. Jetzt gibt's die Endcard und nicht vergessen, Freunde der Nacht, Filme sind einfach geil.